Verkehrsversuch Radwege auf dem blauen Wunder. Einreicher interfraktionell. Insofern wäre jetzt die Frage, wer uns dann die Vorlage einbringt. Dann habe ich Ersetzungsantrag Linke, Ersetzungsantrag Dissidenten, Änderungsantrag CDU, die eingebracht werden können. Und in der Fraktionsrunde beginnen die Freien Wähler, Freien Bürger, damit sie schon einrichten können. Sie machen auch die Einbringung, Herr Nitsche? Dann bitte schön. Darf ich den Zettel? Ich verwahre gerne ein Protokoll. Nicht, dass es am Ende heißt, ich hätte gespickt. So, Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, ich beginne mal mit einem Zitat. Es ist völlig unstrittig, dass die Situation für Radfahrende rund um das blaue Wunder verbessert werden muss. Ein Verkehrsversuch kann hier Klarheit über den richtigen Weg geben. Klar muss aber auch sein, sollte sich herausstellen, dass der ÖPNV unverhältnismäßig benachteiligt wird, muss man den Versuch auch wieder abbrechen. So unser Oberbürgermeister im vergangenen Herbst. Und ich möchte ergänzen, sollte die begründete Wahrscheinlichkeit bestehen, dass es für Radfahrer gefährlicher wird oder der motorisierte Individualverkehr unverhältnismäßig benachteiligt wird, dann sollte man den Versuch gar nicht erst durchführen. Ein paar Fakten. Der Kfz-Verkehr auf dem blauen Wunder hat seit 2018 um 13% abgenommen. Laut Unfallstatistik ereigneten sich zwischen 2020 und 2022 9 Verkehrsunfälle auf dem blauen Wunder und den Rampen, bei denen Radfahrer verletzt wurden. Das ist übrigens insbesondere der Bereich am Schillerplatz. Und das ist genau der Zeitraum, seitdem die Hüblerstraße zwischen Berggartenstraße und Schillerplatz für Radler auch entgegen der Einbahnstraße befahrbar ist. Wir sehen hier ganz klar einen Zusammenhang, denn viele der Unfälle passieren eben da am Schillerplatz. Und genau an diesem Platz müssen wir den Radverkehr anders gestalten als geplant. Ab April soll zusätzlich vor der Kreuzung Schillerplatz eine der 3 Aufstellspuren wegfallen und in einen Radweg umgewandelt werden. Das ist unserer Meinung nach vorprogrammiertes Chaos. Man sieht schon heute, wenn es einen Unfall auf der Rampe gibt und eine der 3 bestehenden Spuren nicht befahrbar ist, dann gibt es Stau, der über die Elbe hinweg zurückstaut. Der Verkehr von der Brücke kann nicht mehr abfließen. Und wir finden auch, dass auf diesem kurzen Stück am Schillerplatz Radfahrer sich sinnvollerweise in den bestehenden Spuren mit einordnen können. Der hier geplante Radweg, der dann überfahren werden muss, birgt ein neues Sicherheitsrisiko für Radfahrer neben der Staugefahr. Und dieses Sicherheitsrisiko, das lehnen wir ab. Und aus genau diesem Grund gibt es unseren Antrag. Und um das Sicherheitsrisiko noch etwas genauer zu untersuchen, gibt es den Vorschlag, dass wir uns diesen Platz noch mal ganz genau anschauen. Darauf wird dann der Kollege Böhm noch mal eingehen. Vielen Dank. So, damit steigen wir ein in die ganzen Änderungs- und Ersetzungsanträge. Zunächst Ersetzungsantrag Linke. Herr Wirtz. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Stadträtinnen, liebe Stadträte, sehr geehrte Damen und Herren. Wir als Linke sind erstmal schon seit langem dafür, dass Radfahranlagen auf dem blauen Wunder angeordnet werden. Es ist im Prinzip kein Zustand mehr gewesen, dass Radfahrer vom blauen Wunder verdrängt worden sind. Seitdem es auch die Radwege mal gab, hat sich die Situation verbessert, auch für den Autoverkehr, weil man im Prinzip dran vorbei kann. Insofern ist das eigentlich eine Win-Win-Situation. Auf dem blauen Wunder gibt es überhaupt keinen Zweifel, dass eine Zweispurigkeit für Fahrzeuge und im Prinzip 2 Radfahrstreifen die Situation verbessern, am Ende auch für die Fußgänger auf der Brücke, weil viele Radfahrer im Prinzip sich nicht getraut haben, gerade Richtung Loschwitz auf der Brücke
zu fahren und auf den Fußweg ausgewichen sind, obwohl das nicht erlaubt ist, aber sie haben es trotzdem gemacht. Hat natürlich einen Konflikt mit den Fußgängern gegeben. Den Antrag der CDU verstehen wir nicht. Wenn Sie glauben, dass es nicht funktioniert, lassen Sie doch den Versuch machen. Lassen Sie den Versuch doch machen und dann können Sie im Prinzip sagen, Sie haben recht gehabt. Aber wenn wir den Versuch nicht machen, dann werden wir nie erfahren, wie es funktioniert hat. Werden wir nie erfahren. Und die großen Erkenntnisse kamen eigentlich in der Akteneinsicht zu dieser in der Verwaltung leidenschaftlich geführten Diskussion um diesen Verkehrsversuch. Und Risiken wurden benannt. Eine Verlängerung der Verkehrszeiten über die Brücke um jenseits 7 Minuten. Die Frage, ob aufaddierte Mindestbreiten von 3 Autospuren und einem Radweg an der Kreuzung Schillerplatz Richtung Stadt ausreichend sicher sind. Da sind Zweifel durchaus berechtigt, dass das eine gute Variante ist. Einfach aus dem Grund, der Radweg, der natürlich auf der Brücke sozusagen ganz klar geführt ist, muss sich dann zwischen Autospuren, wird da angeordnet, gilt nur noch für die Geradeausspuren, die kleine Hüblerstraße rein, die ja Einbahnstraße ist, die ja auch zeigt, wie die Verkehrswende nicht so richtig funktioniert. Also der Radweg ist dann unterbrochen, es geht irgendwie Einbahnstraße und die Fahrräder fahren in 2 Richtungen und dazwischen ist aber noch Ladeeinrichtung für E-Fahrzeuge, wo der Radweg dann aufhört. Also es ist ein bisschen chaotisch, hat damals schon Kritik gegeben. Und natürlich ist es so, dass dann die Radfahrer, die im Prinzip Richtung Blasewitz fahren möchten, also nach rechts abbiegen oder Richtung Tolgewitz nach links, dass die dann im Prinzip sich in den Kfz-Spuren, also die haben von diesem Radweg dann nichts mehr, die müssen sich in Kfz-Spuren einordnen und die im Prinzip Kraftfahrzeuge müssen dann sozusagen akzeptieren, dass das so zulässig ist und die nicht auf den Radweg gehören. Also ich sehe dort gewisse Probleme, dass das den Frieden auf der Straße dort durchaus stören könnte. Insofern unser Punkt 2, ja, den Versuch machen, aber im Prinzip auch nicht zuletzt für die Dresdner Verkehrsbetriebe klare Abbruchkriterien für diesen Versuch definieren. Wenn es in der Tat so ist, dass die Verkehrszeiten nicht zuletzt auch für die Busse, die über die Brücke fahren müssen, extrem verlängern, stellt das die Akzeptanz dieser ganzen Maßnahme in Frage. Auf der einen Seite durchaus begrüßenswert, gibt es ja ein Beschleunigungsprogramm für die Dresdner Verkehrsbetriebe, das im Prinzip auch für die Fahrgäste die Verkehrszeiten sich verkürzen und B aber auch im Prinzip durch verkürzte Verkehrszeiten, schnelle Umlaufzeiten im Prinzip Wagen und Busse eingespart werden können, was natürlich dann auch die Finanzierungsgrundlage der DVB verbessert. Wenn sich dann natürlich Fahrzeiten wesentlich verlängern, wird dieser Effekt wieder zunichte gebracht. Und ich sage, auf der einen Richtung versuchen sie Zeit einzusparen, auf der anderen geben sie zu, das ist keine gute Lösung. Und wir brauchen aber eine gute Lösung. Insofern im Prinzip unser Petitum, diesen Versuch durchführen, das mit dem Ergebnis ehrlich umgehen, klare Abbruchkriterien im Prinzip formulieren, wo dann auch gesagt wird, an der Stelle, wenn es so lange dauert, wenn die Staus so groß sind, wenn dann im Prinzip die Busse nicht mehr durchkommen, dann ist es nicht akzeptabel und da hat es auch keine Aussicht auf Erfolg. Ansonsten für die Radwege besteht ja noch folgender Wermutstropfen. Wir werden das Blaue Wunder vermutlich ein Jahrzehnt hin als eine Baustelle haben. Der ganze gesamte Korrosionsschutz muss erneuert werden. Es müssen teilweise auch Teile ausgetauscht werden. Das heißt, wo die Radwege auf der Brücke sein sollen, ist zunächst mal bis auf Weiteres sind Gerüste gestellt. Das heißt, es wird keinen durchgehenden Radweg geben. Das ist natürlich auch eine Frage, ob man den Verkehrsversuch jetzt macht oder ob man lieber später macht, wenn man Klarheit hat, wie die Verkehrssituation dann eigentlich ist. Den ersten Punkt von CDU haben wir übernommen. Natürlich hätte man auch eine Anfrage stellen, was das Unfallgeschehen. In unserem dritten Punkt fragen wir im Prinzip oder beauftragen wir den Bürgermeister im Prinzip zu untersuchen, ob es möglich ist, den Radweg enden zu lassen und im Prinzip, dass die Radfahrer sich einordnen, ob das sicherer ist. Am Ende wird es darum gehen, ob der Radfahrverkehr sicher geführt werden kann oder nicht. Das ist im Prinzip das entscheidende Kriterium. Und es wird im Prinzip darum gehen, ob sich die Dresdner Verkehrsbetriebe ob die nicht eine unzumutbare Verlängerung ihrer Verkehrszeiten über das Blaue Wunder im Prinzip in Kauf nehmen müssten. Das ist für uns der Maßstab. Deswegen bitten wir um Zustimmung zu unserem Antrag. Vielen Dank.
So, jetzt Ersetzungsantrag Präsidenten, Herr Dr. Schulte-Besonnen. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen im Saal und draußen im Stream. Die Radwege am Blauen Wunder sind jetzt seit mehr als 2 Jahrzehnten ein einziges Trauerspiel. Vor über 2 Jahrzehnten hat dieser Stadtrat, man hat es mir nur erzählt, damals war ich lange noch nicht hier, ich glaube einstimmig beschlossen, dass es eine sichere und komfortable Radführung auf dem Blauen Wunder geben sollte. Und seitdem ist nichts, aber absolut nichts passiert. Naja, nichts stimmt ja nicht ganz, weil es soll ja jetzt einen Verkehrsversuch geben. Und jetzt ist das mit der CDU so, wenn irgendwo was geändert werden soll, dann schreit sie immer nach einem Verkehrsversuch. Wir müssen erst einen Verkehrsversuch machen. Was ist denn, wenn das danach nicht klappt? Lass uns einen Verkehrsversuch machen. Ja, und wenn es jetzt einen Verkehrsversuch gibt, dann schreit sie, oh nein, wir können keinen Verkehrsversuch machen. Das ist doch, nein, oh Gott, lass den Verkehrsversuch abblasen. Dabei ist das ein Verkehrsversuch, den sich FDP-Oberbürgermeister zusammen mit Herrn Kühn nicht nur ausgedacht, sondern auch geplant, durchgerechnet und im Ortsbeirat, Stadtbezirksbeirat vorgestellt hat. Und da ist doch nichts dran. Lassen wir doch jetzt einfach diesen Verkehrsversuch mal machen und zerreden ihn nicht. Wie hieß es eben, ja, hypothetisch könnte man sich vielleicht vorstellen, dass es dann gravierende, irgendwie nicht spezifizierbare Probleme gibt. Ja, das kann ich zu allem sagen. Und deswegen haben wir einen Ersetzungsantrag eingesetzt, der neben Hüblerstraße irgendwas Stadtplatz prüfen, der im Wesentlichen einen Punkt hat und das müsste, Herr Zastrow ist gerade nie da, oder doch, da hinten, aber sozusagen mit Herrn Zastrows Worten einfach machen. Einfach mal machen. Wir haben hier einen, der Oberbürgermeister ist in der Verantwortung, Herr Kühn hat es geplant, es ist sozusagen in den Startlöchern, es hätte schon zweimal stattfinden müssen, hat aber nicht. Meine Damen und Herren, wenn man denkt, dass das ganze Problem dort eine Kleinigkeit ist, dann hat man vergessen, dass nachdem der Verkehrsversuch letztes Jahr im Frühjahr schon mal abgesagt wurde, an einem Donnerstag, glaube ich, am Montag früh um 8 Uhr, die offizielle Zahl ist 300, aber ich war da, ich habe es gesehen, das ganze Blaue Wunder war voll. Ich würde sagen, es waren 1000 Leute da, die dort spontan, relativ spontan Demo gemacht haben, ohne große Mobilisation. Ganz viele Menschen, und CDU, jetzt mal zuhören. Die Menschen, die da waren, waren nicht irgendwelche 17-jährigen Kinder, die mit Fridays-Fahnen rumlaufen oder irgendwelche, was weiß ich was, die man nicht als CDU gebrauchen kann. Das waren ganz viele Menschen aus dem, was sie Mittelstand nennen. Das waren ganz viele Leute, die dort Familien mit Kindern, Menschen, die sozusagen auch gerne in Urlaub fahren, die Geld haben, die ausgeben, die CDU wählen könnten. So, was Sie aber vielleicht jetzt nicht mehr machen werden, denn Sie sind schon wieder im Begriff, den gleichen Fehler zu machen, den Sie schon vor 5 Jahren gemacht haben, als, und ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, Herr Zastrow sein Meisterwerk hier abgeliefert hat. Und Sie machen den gleichen Fehler wieder. Sie haben einen interfraktionellen Antrag mit Herrn Zastrow zusammen, der spricht hier aber jetzt erstmal nicht. Ja, gleich kommt Herr Böhm und wird hier irgendwas sagen. Und natürlich wird das Herrn Zastrow oben in Klotsche, wird das da ihn als richtig guten Macher, als Kämpfer für das Auto und so, wird ihn das da Stimmen bringen. Aber mein Gott, da am Blauen Wunder, da wo sozusagen Carden Place ist, ja, da werden die Menschen sich fragen, ob wir nicht den Wahlkreis, was ist es, 5, nicht auch mal zum CDU-freien Wahlkreis machen sollen, wie wir das schon in der Neustadt im letzten Mal erlebt haben, als der arme Herr Thiele wirklich unter die Fahrradräder kam mit der Albertstraße, die dann ja jetzt gebaut ist. Aber wie gesagt, ja. Meine Damen und Herren, es ist wirklich nicht schwierig. Wir haben einen Verkehrsversuch, der klappt oder klappt nicht. Dieser Verkehrsversuch ist in der Verantwortung des von der FDP gestellten und frei gewählten Oberbürgermeisters Dirk Hilbert.
Es wird durchgeführt und dann können wir gucken, was passiert. Jetzt einen Popanz zu veranstalten und sozusagen noch mal ewig drum herum zu reden, bringt einem nichts, wird einem nur die Menschen, die in irgendeiner Art und Weise denken können mit den Rädern, mit den Füßen, würde es die verschrecken. Ja, und das wirklich CDU in Wahlkampfzeiten zu machen, ich weiß nicht, wer sie berät, wahrscheinlich niemand. Und deswegen bitte ich darum, unseren Antrag zu unterstützen. Wir brauchen den Verkehrsversuch jetzt oder, wie Herr Zastrow sagt, einfach machen. So, der Änderungsantrag CDU könnte jetzt noch eingebaut werden in der Debatte. So, dann steigen wir mal ein in die Debatte. Der Herr Nitsche hat ja den Einreicher gemacht, damit wären jetzt die Dissidenten dran. Wird nochmal das Wort gewünscht? Nein, sie sind durch. Dann AfD, Herr Laczynski. Ja, sehr geehrter Oberbürgermeister, sehr geehrte Stadträte, liebe Zuschauer. Es wurde ja bereits gesagt und auch die Diskussion darum zeigt es ja relativ deutlich, der Schillerplatz und auch das Blaue Wunder und den Körnerplatz ist nun mal ein Nadelöhr in unserem Stadtverkehr. Und die Diskussion, das wurde auch bereits schon gesagt, die es dort um verkehrliche Veränderungen gibt, sind wahrscheinlich schon genauso alt wie ich selbst. Und seither wurden grundsätzlich immer wieder kleinere Optimierungen an diesen Verkehrswegen und an der Verkehrsführung dort vorgenommen. Es wurde immer weiter auch die Ampelschaltungen optimiert. Und was jetzt passiert, ist im Prinzip, dass hier mit einem Verkehrsversuch Tabula Rasa gemacht wird, all die Optimierungen der letzten Jahrzehnte über den Haufen geworfen werden und einfach mal was komplett Neues probiert wird. Man hat diesen Verkehrsversuch ja vorher simuliert. Und die Simulation hat ergeben, dass es hier eine erhebliche Fahrzeitverlängerung für den ÖPNV geben wird, dass es massive Rückstaus geben wird, dass die Leistungsfähigkeit am Schillerplatz sinken wird, dass die Leistungsfähigkeit am Körnerplatz sinken wird. Also eigentlich eine Vielzahl von negativen Einflüssen, die hier auftreten werden, wenn man dieser Simulation glaubt. Und hier ist genau der springende Punkt. Jetzt plötzlich heißt es, man möchte gucken, ob diese Simulation auch zutreffend ist. Das ist schon ein starkes Stück, weil in der Vergangenheit war es so, dass wir regelmäßig, fast ausschließlich auf Grundlage von Verkehrssimulationen, verkehrliche Maßnahmen vorgenommen haben, auch bauliche Maßnahmen im Stadtverkehr vorgenommen haben und dabei immer auf diese Simulationen vertraut haben. Jetzt plötzlich sollen sie nicht mehr zutreffend sein. Also wenn das am Ende tatsächlich zu diesem Verkehrsversuch kommt und es am Ende so ist, dass diese Simulation nicht zutreffend war, müssten wir die Verkehrspolitik der letzten 30 Jahre hinterfragen. Ich glaube nicht, dass das zielführend ist. Deswegen ist es sehr wahrscheinlich, dass genau das Ergebnis, was bei der Simulation auch rausgekommen ist, denn ich denke, wir haben ein hinreichend valides Simulationsmodell, dass das sich dann auch in der Realität so darstellen wird. Und das wird bedeuten, wir haben ein monatelanges erhebliches Verkehrschaos, wir haben einen Unsicherheitsfaktor im Bereich Schillerplatzes, wir haben einen Unsicherheitsfaktor im Bereich des Körnerplatzes und wir werden eine ÖPNV-Verspätung von durchschnittlich 7 Minuten für die Linien haben, die übers Blaue Wunder fahren. Und gerade wenn wir darüber reden, wie wir ÖPNV beschleunigen wollen, was wir für Kraftanstrengungen in unserer Stadt unternehmen, um 1 Minute Fahrzeit einzusparen, was wir für Veränderungen unternehmen, um 1 Minute Fahrzeit einzusparen, sind diese 7 Minuten dann schon ein starkes Stück. Und es zeigt auch ziemlich klar, wie ernst man es eigentlich mit dem ÖPNV und mit der ÖPNV-Beschleunigung hier meint. Wir werden mit dem Antrag deshalb zustimmen. Dieses Verkehrsexperiment gehört einfach nicht in Dresden, gehört einfach nicht in den Verkehr. Er verhindert unseren Wirtschaftsverkehr, er behindert. Die Dresdner Bürger und deswegen sollte er auch nicht stattfinden. Vielen Dank. Als nächste Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Frau Krause, bitte. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ja, ich bin auch eine Dresdner Bürgerin und was mich behindert, das ist die große Präsenz der AfD in diesem Stadtrat. Ich fahre sehr gerne Fahrrad. Ich bin offensichtlich eine sehr mutige Frau, aber ich möchte gerne, dass auch andere Menschen sich aufs Fahrrad schwingen, ihre Kinder fahren lassen und ihre alte Schwiegermutter. Und es soll nicht nur, ne, wieso,
eine alte Schwiegermutter kann ruhig auch fahren dürfen. Das finde ich überhaupt nicht diskriminierend. Im Gegenteil, es wäre ein Abbau von Diskriminierung. Denn häufig ist unsere Verkehrsinfrastruktur diskriminierend. Gerade für Ältere und auch für Behinderte und für Kinder ergeben sich riesige Barrieren. Ich möchte, dass nicht nur furchtlose Recken auf ihrem Stallross, so wie das fast alle meine Kollegen verkehrspolitischen Sprecher sind, sich wohlfühlen auf Dresdner Straßen. Ich habe mal im Kopf durchgezählt, wie das ist mit unseren Dresdner Brücken und wo man überall mit dem Fahrrad gut rüberkommt, wo es Radverkehrsanlagen gibt. Ich fange mal im Westen an. Die Autobahnbrücke. Kann man mit dem Fahrrad rüberfahren, gibt es einen separaten Geh- und Radweg. Die Flügelwegbrücke hat Radwege. Dann kommt bestimmt irgendwann eine Brücke zwischen Friedrichstadt und Pieschen, da kann man dann auch mit dem Fahrrad rüberfahren. Wir haben die Marienbrücke, es gibt Radverkehrsanlagen. Wir haben die Augustusbrücke, wunderbar für den Radverkehr. Wir haben die Carola-Brücke, auch da Radverkehrsanlagen. Wir bauen jetzt auch wieder dran, es wird, glaube ich, ziemlich gut. Dann haben wir die Albert-Brücke, Radverkehrsanlagen, fast zu schmal für den großen Verkehrsanteil, den der Radverkehr dort hat, durch die vielen Studis, die da oft langfahren. Dann haben wir die beliebte Waldschlösschenbrücke, auch die hat Radverkehrsanlagen. So, und nun stehen wir gedanklich im Osten bei der letzten Brücke, die wir noch haben auf dem Stadtgebiet, ohne Radverkehrsanlagen. Und seit 30 Jahren wollen wir dort Radverkehrsanlagen haben. Es ist auch eigentlich einheilige Beschlusslage in diesem Stadtrat in mehreren unterschiedlichen Beschlüssen, nicht zuletzt im Radverkehrskonzept, was wir uns gegeben haben. Es wird also Zeit, dass wir dort vorankommen. Und der Antrag der CDU, der heute hier der Gegenstand der Debatte ist, verlangt ja, dass zunächst die Unfallursachen aufgearbeitet werden, die dazu führen, dass dort Unfälle vorkommen. Und es gibt einen Verkehrssicherheitsbericht, den hat die Landeshauptstadt vorgelegt im Dezember, also vor einem Vierteljahr in etwa. Im Prinzip, aus meiner Sicht, ist damit ihr Antrag schon abgearbeitet. Dieser Verkehrssicherheitsbericht geht übrigens zurück auf einen Antrag unserer Fraktion. November 2019 haben wir den gestellt, einer der ersten Anträge hier im Stadtrat, neben dem Antrag zur Albertstraße, der natürlich auch sehr zeitig schon kam. Auch die CDU selbst hat das nochmal ins Hausaufgabenheft geschrieben, hat gesagt, bitte betrachtet die Unfallursachen, das war letztes Jahr, 4 Jahre später als wir, aber immerhin. Wir haben es beschlossen, der Antrag hieß Priorisierung verkehrssicherheitsrelevanter Aspekte im Radverkehrskonzept der Landeshauptstadt und Beseitigung der Unfallschwerpunkte. Und genau dazu dient die Maßnahme, die Stadtverwaltung jetzt anregt und durchführen will, und ich kann das nur unterstützen. Zum Thema Radweg in Mittellage, das ist das, was auf der Rampe dann entstehen wird. Das gebe ich zu, es ist ein bisschen eine Geschmackssache, da sind auch die Radfahrerinnen und Radfahrer nicht ganz in einer Position dazu, ob sie es gut finden oder nicht. Was man sagen kann, es ist in Dresden an vielen Stellen erprobt, es ist nicht unsicherer als andere Radwegführungen und angesichts der Platzverhältnisse ist es eigentlich auch die optimale Variante, die wir dort haben. Und aus diesem Grund würde ich darum bitten, dass wir Punkt 3 des Änderungsantrags der Linken separat abstimmen und im Übrigen werden wir dann den Antrag der CDU-Fraktion ablehnen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. So, es geht weiter mit CDU-Fraktion. Herr Böhm. Sehr geehrter Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen. Nun wurde ja schon häufig über uns gesprochen. Bekomme ich die gebührende Aufmerksamkeit oder soll ich wieder hintergehen? Also erstmal an Kollegin Krause. Mein Stahlross ist nicht Stahl, sondern Aluminium, mit dem ich durch die Gegend radel. Und es ist kein Auto meistens. So, jetzt fangen wir mal an, ein bisschen zu sortieren. Es ist richtig, dass seit 20 Jahren, es gibt es einen Stadtratsbeschluss, dass auf dem Blauen Wunder Radwege anzuordnen sind. Wer war die letzten 7 Jahre in dieser Stadtverwaltung dafür verantwortlich für den Baubereich? Die letzten Jahre Bürgermeister Kühn und vorher der Bürgermeister Rausch mit Lamontaine. Punkt. Aus unserer Sicht hätte es schon lange in der Einrichtung von Radwegen auf der Loschwitzer Brücke bedurft.
Alleine schon aus dem Grund, um dieses unsägliche Problem zwischen Radverkehr und Fußgängern auf den Gehbahnen zu lösen. Warum das bislang nicht passiert ist, das müssen Sie Ihren eigenen Bürgermeister und seinen Vorgänger, der ebenfalls von Ihrer Partei stammte, fragen. Soweit ist es. Haben wir mal den ersten Punkt abgearbeitet. Jetzt kommen wir noch mal kurz zum Änderungsantrag, dass ich es nie vergesse. Wir hatten da in der Hitze des Gefechtes damals geschrieben, die Loschwitzer Brücke mit reingenommen. Es geht aber hauptsächlich darum, dass dieser Bereich auf der Rampe zum Schillerplatz, dass wir dort diesen Verkehrsversuch nicht durchführen. Und jetzt wollen wir das ein bisschen, wie gesagt, sortieren. Wir haben Verkehrssimulationen, die nicht nur von 7 Minuten sprechen, sondern wir haben Verkehrssimulationen, die in der Spitze bis zu 12 Minuten mehr als jetzt Verspätung für den ÖPNV vorhersagen. Wir haben außerdem das Problem, und das ist uns allen offensichtlich gar nicht klar gewesen, Thilo Wirtz hat es vorhin angesprochen, die nächsten 10 Jahre wird es dort Baustellen geben auf dem Blauen Wunder. Das heißt, der Verkehrsversuch macht zurzeit überhaupt keinen Sinn. Und leider auch die Anordnung von Radwegen nicht, weil die nächsten 10 Jahre wird dort gebaut. So ist das halt. Und der nächste Punkt ist, vielleicht hätte sich der ein oder andere mal, bevor er wie Martin Schulte-Wissemann eine Bohai-Show abzieht, vielleicht doch mal die Mühe machen sollen, wie Thilo Wirtz und ich, die Akteneinsicht genommen haben. Und wir werden ja in 14 Tagen nach Ostern, eher wird es wohl nicht werden wir eine öffentliche Anhörung haben zu den ganzen Dingen rund um den Verkehrsversuch. Und dann werden wir reden über die negativen Stellungnahmen von DVB, von Polizei und über die negativen Stellungnahmen seiner eigenen Verwaltung, über die er sich hinweggesetzt hat. Dann werden wir auch über das negative Sicherheitsaudit reden. Das sind die Wahrheiten, die dann zutage kommen werden. Und einer der Gründe ist auch dieser, warum es dort negative Sicherheitsaudits gibt, ist dieser Radweg in der Mittellage, der nur der einen einzigen Spur Richtung Hüblerstraße Vorteile bringt. Die Rechtsabbieger sind weiterhin im Mischverkehr und die Linksabbieger haben eine völlig ungeregelte Situation Richtung Tolkewitzer Straße, über die wollen wir gar nicht reden. Das sind die wirklichen Probleme, also der Sicherheitsgewinn für Radfahrer ist kaum da. Und weiterhin ist der Punkt gegeben, was passiert denn, wenn die Radwege wieder weg sind auf der Brücke? Dann bleibt dieser ungeregelte Radweg in Mittellage. Also aktuell ist es eher eine Geldverschwendung und hilft überhaupt niemandem weiter. Das war auch genau der Grund, warum wir diesen Verkehrsversuch nicht wollten. Und wir werden sehen, was passiert. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck bei den Linken, und Thilo Wirtz hat es ja mit seinem vorletzten Satz so gesagt, er weiß gar nicht, warum man den Verkehrsversuch jetzt macht. Ich glaube, die Linken wollen sich das nur anschauen und dann, sage ich mal, die Party feiern, wenn es schief geht. Und das kann, es werden ja Gelder dafür ausgegeben, nicht unser Sinn sein. Herr Oberbürgermeister, Sie haben immer noch die Chance, sich die Akten selber anzuschauen und den Verkehrsversuch zu stoppen. Und vielleicht haben wir ja Glück und es gibt ein verregnetes Osterfest. Danke. So, Fraktion Die Linke wird noch mal das Wort gewünscht. Nein. Dann SPD-Fraktion, Herr Kunert. Das erste Mal an dem schicken Pult, da muss ich mich mal kurz ein bisschen einrichten. Ja, will nicht. Ja. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren Stadträte. Damit es nicht langweilig wird, nähere ich mich mal von der anderen Seite dieser Geschichte und möchte mit einem Zitat aus der Sächsischen Zeitung vom 11. März beginnen. Da steht zu lesen, wir müssen uns fragen, warum es uns nicht gelingt, deutlich zu machen, dass wir nicht nur die Autofahrerpartei sind. Gesagt hat das Herr Donhauser in seiner Funktion als Leiter der CDU-Programmkommission. Es gehe beim Verkehr um Gleichberechtigung aller Verkehrsarten, so Herr Donhauser weiter. Ich bin zwar noch nicht sehr lange hier im Stadtrat, aber als ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, hoppla, hier kannst du helfen, Herrn Donhauser ein bisschen unter die Arme greifen und das Rätsel für ihn lösen. Es sind nämlich Anträge wie dieser, mit dem wir uns jetzt hier gerade beschäftigen müssen und die Kolleginnen und Kollegen Ihrer Fraktion, Herr Donhauser, so gerne mitzeichnen oder selber initiieren. Außerdem
sind es Äußerungen, wie zum Beispiel die von Herrn Böhm, CDU, im Anschluss an die Debatte zur Pieschener Elbquerung. Wir haben weder für eine Brücke noch für eine Fähre Geld. Viele Grüße an die Radfahrer und Fußgänger da draußen, die durch die kürzeren Wege am meisten davon profitieren. Im nächsten Moment kommt dann aber die CDU mit gigantischen Tunnelbauprojekten um die Ecke. Dafür ist plötzlich Geld da. Das nützt aber natürlich nur vorrangig den Autofahrer, der dann ungestört in der ohne Ampel halt durchbrettern kann. Und das nicht nur am Neustädter Markt. Zuletzt wärmte Herr Motschiedler im Sachsenfernsehen eine Idee aus dem Jahr 2009 von Stadtrat Hübner, CDU, wen wundert's, wieder auf, die übrigens damals schon nach kurzer Zeit wieder gnädig in der Elbe versenkt wurde, nämlich einen Tunnel zwischen Blasewitz und Loschwitz. Das sind Ideen aus der stadtplanerischen Steinzeit. Schillerplatz, Körnerplatz, blaues Wunder, das ist, wie wir alle wissen, einer der verkehrstechnischen gordischen Knoten, die wir in Dresden haben und den wir nicht auflösen können, sodass alle zufrieden sind. Das geht einfach nicht, weil der Platz fehlt. Das sieht schon der aufmerksame Beobachter, der sich mal eine halbe Stunde im Berufsverkehr an den Straßenrand stellt. Dazu braucht es jetzt keine neuen staatstragenden Analysen. Was wir aber erreichen können, ist eine gerechtere Verteilung des zur Verfügung stehenden Verkehrsraumes. Und darum geht es bei diesem geplanten Versuch. Dass das nicht unbedingt auf Verständnis bei der konservativen Seite stößt, sieht man an diesem Antrag. Dessen Ziel, es möge sich bitte nichts ändern, es soll alles so bleiben, wie es ist. Autofahrer zuerst und der Rest der Verkehrsteilnehmer kann sehen, wo er bleibt. Der Phantomschmerz der weggefallenen Autospur auf der Brücke in Richtung Schillerplatz scheint noch sehr heftig. Das steht zwar nicht so direkt drin und man könnte glauben, wenn man die Begründung liest, dass die konservative Seite des Rates plötzlich ihr Herz für Radfahrer entdeckt hat und sich um deren Gesundheit und Sicherheit sorgt. Aber bei genauerer Betrachtung entpuppt sich das Ganze wieder mal als Mogelpackung. Was bitte hat die Freigabe der Hüblerstraße für den Radverkehr in der Gegenrichtung mit dem Verkehrsversuch auf dem Blauen Wunder zu tun? Sie sprechen von Unfallhäufungspunkten auf dem Schillerplatz und auf der Brücke, die durch die Freigabe entstanden seien. Im Verkehrssicherheitsbericht der Stadt Dresden von Ende 2023 findet sich dazu nichts, kein einziges Wort. Wenn, dann liegt das eigentliche Problem in der Hüblerstraße, an den wenigen verbliebenen unzusammenhängenden Parkplätzen, teilweise auch an der engsten Stelle der Straße, auf der linken Seite in Fahrtrichtung, die der entgegenkommende Radfahrer wie ein Hindernisparcours meistern muss, mit der Konsequenz von Fußgängern oder Autofahrern zu spät gesehen zu werden. Die Lösung für dieses Problem zeigt übrigens der Ersetzungsantrag der Dissidenten in Punkt 2 sehr schön auf, indem man die Hüblerstraße zu einem kleinen Stadtplatz mit Aufenthaltsqualität macht. Das Wort Versuch beinhaltet doch schon alle Optionen. Wir versuchen es, wir testen es. Entweder es klappt und die Lage verbessert sich oder man sieht, an welchen Stellschrauben man noch drehen muss oder es geht gar nicht und man fällt zurück auf den Status quo. Alles ist möglich, aber wir müssen es endlich mal anpacken und ausprobieren. Wir als SPD möchten, dass endlich eine bestmögliche Lösung auf dem begrenzten Raum des Blauen Wunders gefunden wird. Das kann nur ein Kompromiss sein. Wir müssen es ausprobieren. Also Verkehrsversuch ja, den Antrag der CDU werden wir ablehnen, dem der Linken, da bitten wir um separate Abstimmung des Punktes 3 und dem der Dissidenten werden wir freudigen Herzens zustimmen. Vielen Dank. So, meine Damen, meine Herren, dann ist zum Abschluss der Fraktionsrunde die FDP-Fraktion an der Reihe. Herr Zastrow. Ich wollte mir und Ihnen ja meinen Wortbeitrag ersparen, weil ich so viel Redezeit schon dank anderer Redner hier immer bekomme. Da kann ich ja Kräfte sparen für das, was mir bevorsteht. Aber wenn der von mir sehr geschätzte Herr Kollege Schulte-Wissermann hier Thesen aufstellt unter der Verwendung meiner Wahlslogans, die nun gar nicht stimmen, will ich es kurz erläutern. Ich bin gar kein Fan von dem Antrag. Ich stehe da mit drauf, die FDP steht mit drauf, weil wir in treuer Solidarität zu unseren Freunden von den Freien Wählern und der CDU natürlich,
natürlich halbwegs vernünftige Gedanken immer mit stützen. Aber selbstverständlich mag ich den Antrag gar nicht, weil dieser Verkehrsversuch völliger Unsinn ist. Nicht einfach machen, nie machen, um Gottes Willen. Ich bin komplett dagegen, ich will da überhaupt nichts verbessern. Wir werden uns auf der Straße sehen, wenn es regnet. Also mein Zeitplan ist ja schwierig, weil bei Regen können wir ja offensichtlich keine Fahrbahn markieren, aber wir treffen uns auf der Straße, da diskutieren wir das. Natürlich nicht machen, um Gottes Willen, weil wir bei genau diesem Verkehrsversuch genau wissen, wie es Kollege Laczynski schon gesagt hat, was rauskommt. Das ist so eindeutig falsch, das ist so eindeutig klar, welches Ergebnis wir bekommen. Das Geld, den Aufwand können wir uns sparen. So, ich verstehe auch nie, warum man nie das macht, was man sofort machen könnte. Der Kollege Kühn ist ja unser Stadtmaler. Wenn er nicht kann, aber den Pinsel schwingen kann er. Das macht er überall. Ist auch einfach, Autospuren einfach abzumarkieren. Das könnte ich auch im Zweifel, würde ich nie machen, logisch. Aber er macht's. Aber auf dem blauen Wunder einfach mal den Streifen zu ziehen, nur diesen Streifen zu ziehen, das kriegt er nicht hin. Soll ich den Farbtopf selbst vorbeibringen? Ich würde es machen, bezahle ich sogar. Einfach nur den Streifen ziehen und schon ist das Hauptproblem der Radverkehrssicherheit, lieber Kollege Kunert, auf dem blauen Wunder gelöst. Sofort ist es gelöst. Weil das einzige Problem haben wir ja gehört, auch in den ganzen Darstellungen, dass die Autofahrer bei dieser überbreiten Spur, haben wir auf der Winterbergstraße ja genau dasselbe Problem, auch eine grüne Idee, das so zu machen, eben nicht genau wissen, fahre ich ein bisschen weiter links, ein bisschen weiter rechts, ziehe eine Linie, dann wissen sie, wo sie fahren müssen. Machen sie es doch einfach. Das wäre doch mal praktische Radsicherheit. Warum passiert das nicht? Würde ich gerne wissen. So, das können sie machen. Alles andere, muss ich dazu sagen, ist einfach Unsinn. Warum? Weil wir nun mal in Dresden sind, in einer gewachsenen Stadt. Und wir haben an ganz vielen Stellen, liebe Kollegen, enge Stellen. Und was gilt da? Paragraph 1 der Straßenverkehrsordnung. Und das werden wir an ganz, ganz vielen anderen, viel weniger prominenten, aber gleichfalls nicht sicheren Stellen dieser Stadt immer haben. Nämlich, dass sich die Verkehrsteilnehmer untereinander arrangieren müssen. Es wird nicht überall so einfach wie auf der Bautzner Straße gehen, wo ich einfach mal komplett alles wegsperre, bloß damit die Radfahrer, die ja gar nicht dort sind. Da strampelt ja gar keiner hoch. Also ich gucke da immer mit Freude, wenn ich mein Büro fahre, ich sehe da kaum einen. Also beim Besten, ja, ihr habt es ja gezählt von der CDU, ne? Also ist ja erschreckend. Aber das wird nicht immer so gehen, sondern wir werden an ganz vielen Stellen immer die Situation haben, wo der Radverkehr sich mit dem Autoverkehr und dem ÖPNV arrangieren müssen. Und das machen ja auch alle halbwegs vernünftigen Verkehrsteilnehmer jeden Tag, jede Stunde, wenn sie mit ihrem Verkehrsmittel unterwegs sind. Ansonsten hätten wir ja völliges Chaos, und würde immer was passieren. Selbstverständlich fahre ich den Radfahrer, der an der Autospur, die ja auf seine Spur ist, vor mir fährt, nicht um. Das mache ich nicht und das machen 99,9% nicht. Und die allermeisten Radfahrer achten auch darauf, wenn sie eine Spur wechseln. Warum? Erstens, weil sie es müssen, weil sie vielleicht ja dann doch die StVO kennen und weil sie wissen, dass es verdammt weh tut, wenn man doch in den Unfall verwickelt wird. Als Motorradfahrer weiß ich auch. Ich bin da immer lieber ein bisschen vorsichtiger. So, und dieses gegenseitige Rücksichtnahme, das wird auch immer am blauen Wunder gelten müssen, weil es eng ist, weil wir es nie beliebig verbreitern können. Es wird immer eine dieser Stellen sein. Und lassen Sie doch mal bitte uns in dieser Stadt zur verkehrspolitischen Vernunft zurückkehren. Einfach nicht Blödsinn quatschen, sondern sagen, es ist so, wir geben dort aufeinander Acht. Da fährt man ja auch nur ganz langsam drüber, fährt überhaupt keiner schnell drüber über diese Brücke. Und dann haben wir alle was Vernünftiges gemacht. Deswegen brauchen wir diesen Verkehrsversuch beim besten Willen nie. Den Antrag eigentlich auch nie, aber von bestem Herzen für den Kollegen Böhm und für den Thorsten Nietzsche tragen wir den natürlich mit. Also stimmen Sie denen zu. Danke. So, damit ist die Fraktionsrunde erstmal abgeschlossen. Weitere Wortmeldung, Herr Wirz. Ja, ich setze mal mit dem, das habe ich vorhin nicht mehr geschafft, mit dem Antrag von den Dissidenten fort, was auch im Prinzip ja von der SPD nochmal als wohlwollend hier bestätigt worden ist, den Eingang zur Hüblerstraße in einen, wie steht es hier, in einem kleinen Stadtplatz mit hoher Aufenthaltsqualität freisitzen, Stadtgrün umgestaltet zu werden. Ja, das ist eine gute Idee. Man könnte im Prinzip die geradeausspur auf dem blauen Wunder einsparen, könnte sagen, man kann nur nach links und nach rechts fahren
Und damit habe ich eine Fahrspur weniger, habe im Prinzip eine, habe eine Ampelschaltung dann im Prinzip frei, kriege da im Prinzip ja, habe eine Verzweigung weniger und kriege das Problem damit gelöst. Herr Deppe nickt erfreut. Nee, falsch. Müssen wir hingehen. Müssen wir gucken. Augen aufmachen. Erstens ist dann auch der Radverkehr dort raus. Der fährt dann dort nämlich geradeaus nicht mehr drüber, weder raus noch rein. Und dann ist die Hüblerstraße eine Einbahnstraße. Sie kommen dann in diese Straße nicht mehr rein. Und die Hüblerstraße, da sind Geschäfte dran. Also das heißt, diese Straße hat Erschließungsfunktion, eine Andienungsfunktion. Und außerdem ist da so ein Ding, das heißt Schillergalerie. Und da ist so ein ganz großes Tor an der Hüblerstraße. Und da ist man sieht der gesamte Lieferverkehr und die Feuerwehrzufahrt. Das heißt, es ist verkehrstechnisch nicht möglich, ohne die gesamte Hüblerstraße alle Geschäfte dort abzuschneiden. Und die Realität muss man anerkennen. Das haben wir, so schlau sind wir auch gewesen, so schlau bin ich auch gewesen, das zu untersuchen und zu überlegen, wie man eine Spur loswerden kann. Am Ende, wenn man es machen will, wenn man mit dem Kopf durch die Wand gehen will, wird man sich mit dem Denkmalschutz in die Augen gucken müssen. Wenn es keine andere Lösung gibt, wird man im Prinzip die Rampe auf Kosten der Parkplätze auf dem Schillerplatz, dort im Prinzip auf dem Marktplatz, wird man so verbreitern müssen. Wird das im Prinzip 1,50 Meter weiter vorstellen müssen, ein bisschen im Prinzip anneigen. Und dann hat man das, und das kostet natürlich einen Haufen Geld, aber das ist die einzige Möglichkeit, die es gibt. Im Prinzip dort auf dieser Brücke kaschiert, denkmalpflegerisch, im Prinzip den Platz zu gewinnen, den ich brauche, um das vernünftig zu machen. Machen wir uns nichts vor. Klar, Albertstraße hat funktioniert, da hat im Prinzip die CDU und die FDP umsonst geschrien. Das war vollkommen klar, dass das funktioniert. Ich brauche die Fahrspur dort nicht, die zweite. Dann auf der anderen Seite, aber Fetscherplatz, gab es einen Warnschuss. Dort musste das ja überarbeitet werden mit dem Sicherheitsstreifen wegen der auslenkenden Busse. Die Frage Fahrradstraße durch Striesen hat auch Kritik gegeben. Andienung eines altersgerechten Wohnens mit dem Bus, dass die dann im Prinzip einen Ausflugsbus bei älteren Personen, die nicht mehr dorthin laufen konnten, nicht mehr kriegen konnten, so passieren Pannen. Und wir müssen natürlich vermeiden, dass hier seitens der Stadtplanung aus irgendwie ideologischen Gründen, Herr Kühn ist Soziologe, kein Ingenieur, das ist schwierig, dass der in irgendeiner Form auch mal einen Fehler macht und da im Prinzip irgendwas anweist, was dann wirklich nicht funktioniert. Und ich denke mal, 5 Minuten Verzögerung auf dem Blauen Wunder können wir uns nicht leisten, aber wir wollen dem eine Chance geben für die Radwege, sehen aber im Prinzip, sehen die Risiken, die dort bestehen, und ich kann nur empfehlen, im Prinzip, es hätten mehr Leute die Gelegenheit zur Akteneinsicht und die Kontroversen in der Verwaltung wahrnehmen müssen. Und auf der anderen Seite, ja, wenn dort der Bus dann die Radspur auf dem Blauen Wunder Richtung Stadt queren muss, ist mir ehrlich gesagt nicht wohl. Vielen Dank. Soweit erstmal alle Redner abgearbeitet, dachte ich. Dann kam Herr Lichti. Ja, ich wollte jetzt nur noch mal Herrn Bürgermeister Kühn fragen, der jetzt als Soziologe geoutet wurde, ob seine Verwaltung nur aus Soziologen besteht oder ob es dort auch studierte Verkehrswissenschaftler gibt, die möglicherweise sich auch zu diesem Vorbereiten des Verkehrsversuches Blaues Wunder beteiligt waren. Also nur zur Klarstellung. Ne? Oder hat er das alles alleine gemacht? Ich weiß es nicht. Also ja, bitte, Herr Kühn oder Herr Kühn. Wen haben Sie? Ja, wir haben zahlreiche gute Fachleute in der Verwaltung. Und die haben natürlich sowohl in der Vor- als auch in der Begleitung und Nachbereitung des Verkehrsversuchs einiges zu tun. Und ich bin gespannt, wie der Verkehrsversuch wird. Wir werden ihn ja in der Anhörung dann auch entsprechend auswerten. Er wird, wenn entsprechend alles funktioniert, am 7. April starten. Dann werden die Fahrbahnmarkierungen markiert, übrigens auf der Brücke, dass das auch nochmal klar ist. Teil des Verkehrsversuches ist die Abmarkierung der Radstreifen auf der Brücke. Und dann wird es entsprechendes Monitoring geben, und das wird im Bauausschuss dann mit der Anhörung entsprechend vorgestellt und kann dann intensiv diskutiert werden. Ich will nur mal erwähnen, welche Diskussionen wir vor der Maßnahme Tolkewitzer Straße alles hatten und wie dann im Ergebnis das an der Tolkewitzer Straße funktioniert hat. Insofern bin ich gespannt, wie dieser Verkehrsversuch ausgeht. So, weitere Wortmeldungen sehe ich nicht.
Dann kämen wir mal zur Abstimmung. Die würde ich wie folgt mal durchführen. Es gilt hier zunächst den am weitesten abweichenden Ersetzungsantrag zu behandeln. Ich würde das mal mit dem der Dissidenten interpretieren. Den würde ich zuerst abstimmen. Wenn der keine Mehrheit gefunden hat, dann würde als nächster der Ersetzungsantrag Linke kommen. Den würde ich eben in zwei Teilen, einmal die Punkte 1 und 2 zunächst und dann nochmal ergänzen den Punkt 3, so war es beantragt gewesen. Solltet ihr auch keine Mehrheit bekommen, dann gibt es einen Änderungsantrag der CDU, der dann abgestimmt würde, zum federführenden Ausschussbericht und dann wird mal darüber abstimmen, was auch immer. Weil dann ob aufgenommen oder nicht aufgenommen. So würde die Reihenfolge sein. Allen klar? Gut. Dann komme ich dazu. Erstmal Ersetzungsantrag Dissidenten. Wer diesem folgen möchte, den bitte ich jetzt um sein Stimmzeichen. »22 Ja, 41 Nein«. Keine Enthaltung, damit hat es keine Mehrheit bekommen. Wir kommen zu dem Ersetzungsantrag Fraktion Die Linke und da zunächst die Punkte 1 und 2. Und 20 Ja-Stimmen, 35 Nein-Stimmen, eine Enthaltung. Damit hat das keine Mehrheit gefunden. Und dann stimmen wir noch den Punkt 3 ab. Wer dem Punkt 3 folgen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Zehn, 54, 0 hat keine Mehrheit bekommen. Dann kommen wir zum Änderungsantrag CDU zum federführenden Ausschussbericht. Wer dem folgen möchte, den bitte ich um das Stimmzeichen. »32 Ja-Stimmen, 31 Nein-Stimmen, eine Enthaltung«, werde Änderungsantrag angenommen. Und wir kommen in den so geänderten federführenden Ausschussbericht zur Schlussabstimmung. Wer dem folgen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Machen wir Spaß mal. »32 Ja-Stimmen, 32 Nein-Stimmen, keine Enthaltung. Damit wäre der federführende Ausschussbericht abgelehnt. Wir kommen damit zur Abstimmung. Wir sind noch nie fertig. Wir kommen zur Abstimmung über den Antrag. Wer dem Antrag folgen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. »32, 32, 0. Damit ist der Antrag gescheitert. So, damit haben wir den Punkt 17.7 geschafft.